Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, warum ich ein Nike-Shirt trage. Okay, und zwar in einem der letzten Videos waren einige ein bisschen irritiert, warum ich Klamotten von Nike trage. Und deshalb mache ich heute das Video und möchte das eigentlich gar nicht aufklären, sondern möchte damit nur mal auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar den Punkt, dass heutzutage viele Menschen nur noch auf die Verpackung schauen und dabei völlig den Inhalt verpassen. Verpasst nicht die Frucht. Es geht nicht um die Schale. Es kann sein, dass ein lausiger Inhalt wunderschön verpackt ist. Aber genauso kann es sein, dass eine lausige Verpackung, dass sich dahinter ein wunderbarer Inhalt verbirgt. So. Und wenn man jetzt auf gewisse Dinge im Äußeren schaut, dann sollten wir unseren Blick wieder so schärfen, dass wir schauen, was dahinter steckt, was hilft mir wirklich weiter, was gibt mir das wirklich und nicht nur oberflächlich. Wir bleiben so häufig einfach nur an der Oberfläche, ohne uns zu fragen, warum. Denken, oh, wir möchten das und dann haben wir es und dann merken wir, hey, wir sind nicht glücklich. Vielleicht sollten wir den Blick mal wieder nach innen richten und uns fragen, warum. So, viel öfter, egal bei was. Und wenn du nur auf das Äußere schaust, dann verpasst du oft den Inhalt. Das heißt, viele haben jetzt hier geklickt, das Video, wollen jetzt irgendwie wissen, boah, warum trägst du Nike-Klamotten? Weil viele vielleicht den Glaubenssatz haben, hey, wenn du irgendwie bewusst unterwegs bist in dieser Welt, dann unterstützt du solche Konzerne nicht. Vielleicht sind die Klamotten einfach nur von meinem Bruder und ich trage sie das zweite Mal. Vielleicht habe ich sie aus einem Second-Hand-Laden. Vielleicht gibt es diverse andere Gründe, warum ich Nike-Klamotten trage. Nur ein Depp lernt nichts mehr, wenn ihm die Verpackung nicht passt. So. Kennt bestimmt solche Menschen, die dann sagen, was willst du mir erzählen? Wäre das nur so alt wie ich? Ist doch egal, wie alt derjenige ist. Wenn es Sinn macht und es dir weiterhilft, ein Trottel kann einen extrem klugen Satz aufgeschnappt haben. Und wenn der Trottel diesen Satz wiederholt, dann kannst du den nicht annehmen, weil das ein Trottel ist. Aber vielleicht bist du der Trottel. Also, wer ist wirklich der Trottel? Die Frage lasse ich jetzt einfach mal so in einem Raum stehen. Genauso werde ich nicht aufklären, warum ich solche Klamotten trage. Sondern wollt ihr in dem Video eben nur diesen Gedankensatz mal an die Hand legen. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Und vielleicht kannst du das annehmen. Weil es dir weiterhilft. Egal, ob dir mein Gesicht gefällt. Du musst mich nicht mögen.
Mir ist völlig egal, was du von mir hältst. Es geht hier um dich. Und wenn es dir hilft, wenn es Sinn macht, dann musst du mich dazu nicht mögen. Ist mir völlig gleichgültig. Wenn es dir weiterhilft, dann solltest du das annehmen können. Das ist das, was dir weiterhilft. Und das ist auch der Inhalt, den ich dir in dem Video mitgeben möchte. Und das war's auch schon. Das war's auch schon. Und jetzt möchte ich deine Zeit nicht weiter verschwenden und mich verabschieden. Ciao.